Episode 11. Stoppen Sie das Signal. Ist kein besonders guter Titel für eine Episode, oder? Naja, egal. Aber so heißt die Mission. Lieutenant Talan und Lieutenant Spitzname Ready Blue sind bei mir und wir fliegen jetzt ins Bomari-System und kümmern uns da ein bisschen um was war das? Einen Horchposten Ein ausfindig zu machen. Horchposten. Genau, Lieutenant Story. Captain, wir erreichen den Signalüberträger. Wenn wir nah genug rankommen, könnten wir die Übertragung abhören. Die Sternflotte hat uns vor feindlichen Schiffen in dieser Gegend gewarnt. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich gleich wieder kämpfen. Aber da haben wir mittlerweile schon Erfahrung gesammelt. Warum rauchen denn die Schiffe so? Gerade durch einen Nebel fliegt. Ach so. Ja, ich bin ein bisschen naiv. Ich weiß das immer alles nicht. Das Gas scheint wohl mit unseren Schilden zu interagieren. Chemische Farben Reaktionen. hinterlässt. Oh, naja, gut. Glaube Hübsch. eher eine Ionisierung. Aber Wahrscheinlich eine Ionisierung, da hast du recht. So. Da vorne ist auch schon so eine Satellitenschüssel, die erste. Signalverstärker. Werde ich mal da in die Nähe fliegen und. Oh Mann! Ich fange an zu blitzen und zu britzeln, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mit vollem Impuls geflogen bin. Aber es sah komisch aus. Die Klingonen verwenden einen Subraumträger mit Niedrigfrequenz, um ihre gestohlene Übertragung zu senden. Wir müssen das Spektrum verfolgen, um die Nachricht und den Empfänger herauszufinden. Na, dann beginne ich mal mit dem Frequenzscan. Rauschen. Ich verringere es mal. Nee, das hat nichts gebracht. Scanfrequenz erhöhen. Ich habe sie gefunden. 12 Kisten saurianischen Brandys, zwei außen angebrachte dekorative Kanäle, ein Haufen selbstdichtende Schaftbolzen. Zurück zum Frequenzscan. Ich glaube, wir haben nur einen Beim Ferengi. Ferengi erwischt. Ah, 23.9. Oh, Klingon. Dann hatte der Petak die Frechheit, mir zu sagen, dass er mein Yat. Okay, das war ein Privatgespräch, da wollen wir nicht weiter stören. Ich finde keine weiteren, doch hier ist eine Frequenz. An der Grenze des Sektors entlang haben Tachyonensensoren gegen getarnte klingonische Schiffe verteilt. Okay, Signal verfolgen. Die hören offensichtlich die Sternflotte ab, die riffelstirnigen Schweine. Spüre das Signal auf. Okay, dann folgen wir den Signalverstärkern und suchen weiter das Ziel. Gut, folgt mir zum nächsten Signalverstärker. Da hinten kommt auch schon ein feindliches Schiff. Na gut, aber bis zum nächsten Signalverstärker kommen wir problemlos, bevor der uns angreift. Volle Impulskraft, dann geht das schon. Oh nein, getarnte Schiffe! Klingonen enttarnen sich direkt voraus. Ja. Konzentriere das Feuer auf den Kreuzer. Auf das Kriegsschiff, meine ich. Aber wie sind sie blöd und erkannt? Ich kann nicht richtig feuern. Ja, das Kriegsschiff hat sich in einen Asteroiden rein manövriert. Das war vielleicht nicht das Schlauste, was die Klingonen machen konnten. Ich komme. Volles Feuer, hintere und vordere Phaserbänke. Ja, wir haben das Kriegsschiff erledigt. Da ist noch Feuer auf eins. die Bird of Nee, ein Prey. Schlachtkreuzer, Ein Schlachtkreuzer. Schlachtkreuzer, okay. Feuer auf den Schlachtkreuzer. Schalte seine Schilde aus. Hey, Torpedosalve kommt rein. Alle Phaserbänke Feuer. Da ist er Er ist hin. gewesen. Okay, hinter Sehr uns sind schön. noch Bird of Prey. Ah, Steuerbordschilde sehen nicht so gut aus. So, habe ich auch noch mal einen Phaserschuss abgefeuert. Genau der zerstörerische. In 6 Kilometer Entfernung ist noch ein Bird of Prey. Den können wir noch mitnehmen. Der ist auch im Asteroiden drin. Okay, jetzt kommt er raus.
Sehr schön, fertig. Belauschen Sie den zweiten Verstärker. Machen wir dann mal. Muss erstmal wenden. Okay, Trägerwelle nach Bomari 2 warpen. Es gibt eine Horchstation zwischen den zwei Monden von Bomari 2. Ich habe den Kurs auf die Monde von Bomari 2 gesetzt, Sir. Wir können auf Ihren Befehl warpen. Gut, Flotte, dann Warp nach Bomari 2. Volle Warpgeschwindigkeit. Warp 5, irgendwas. Es ist ganz schön traurig, dass wir wahrscheinlich Monate fliegen immer von einer Sache zur anderen. Aber egal. Captain, ich erkenne ein klingonisches Transporterstörfeld um den Horchposten herum. Das Feld wird von 3 Transporterdisruptoren aufrechterhalten. Wir müssen sie zerstören, bevor wir zum Horchposten herunterbeamen können. Gut. Dann machen wir das doch. Machen wir das doch, genau. Hier, Backboard von uns ist gleich der erste. In 23 Kilometer. Lieutenant Reddy Blue schießt nach vorne. Geronimo! Wie ein altes Sprichwort von der Erde sagt, Leroy Jenkins. Okay, wir haben ihn zerstört. Fehlen noch 2. Lasst euch doch nicht vom Kuchen ab hier, ey. Ja, du bist, prescht gerne vor, das habe ich auch schon gemerkt. So gut kennen wir uns dann jetzt doch schon. Ich presch doch gar nicht vor. Nach all den Jahren auf der Akademie. Du warst immer der Erste in der Kantine, das zumindest kann man sagen. Und der erste bei einer schönen Schlägerei. Ja, das ist richtig, das ist richtig. So ganz dem gemäß Kirk. Hast du also ein großes Vorbild gefunden in der Sternenflotte, ja? In der Historie der Sternenflotte. Gut, die 2 Signalverstärker sind zerstört. Allerdings sehe ich da hinten auf dem Sensoren auch jede Menge Feindkontakte. Stellt euch also auf eine Schlacht ein. Ist sogar ein paar, ne? Oh Mann. Alle feuern auf mich. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, alle Energie in die vorderen Schilde. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Lieutenant. Ich werde mich daran orientieren. Und das ebenfalls tun. So. Muss ich mein Schiff mal ein bisschen ausrichten, damit ich auch die hinteren Phaserbänke nutzen kann. Volle Breitseite. Feuern. Na, das klappt doch sehr gut. Und noch ein Torpedo hinterher. Kaputt. Jetzt alle auf das Kriegsschiff. Tachyonstrahl. Schilde absaugen. Funktioniert einwandfrei. Na, der hält aber ganz schön was aus, der Klingone. Das ist ja auch ein Nekvar-Kriegsschiff. Das haben Sie korrekt vorgelesen, Lieutenant. immer ehrlich, dass wir alles wissen. Ja, es muss ja immer in so einer Crew oder in so einem Team muss es ja immer einen Klugscheißer geben, der am Ende immer die Informationen hat. So, und so ein Vulkanier halt. Auch wenn das jetzt ein Bajoraner ist. Gut. Was so? Ja, mit einem technischen Standard ist das wohl so. Das ja, ist richtig. Als Techniker. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Bajoraner technisch so hoch gebildet ist? Ihr seid doch alles halbe Sklaven eigentlich gewesen lange Zeit, oder? Ja, nach der Dominion-Invasion und durch die kardassianische Besetzung. Wie geht denn das? Also, wie bist du denn jetzt zur Akademie gekommen? Na, ja, meine Eltern dachten sich, dass ich ein besseres Leben verdient hätte, als ihre Nachfolge anzutreten und Kulturminister von Bajor zu werden. Kulturminister? Oh, also ja. Fast schon adlig, der Herr Talan. Das Störfeld ist aus, Sir. Sobald Sie bereit sind, können wir ein Team zum Horchposten schicken. Na, dann beamen wir uns doch direkt mal runter. Ihr könnt ja auch mitkommen. Lasst uns doch einfach alle 3 Captains, aller 3 Schiffe, die hier sind, einfach mal runterbeamen. Oh Mann. Sternenflottenlogik. Egal. Warten auf Team.
Seid ihr soweit? Ich bin so. Das ist schön. Ja, also wenn ich demnächst mal auf Bajor bin und einen Stadtführer oder einen Führer brauche, dann weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann. Als Kulturminister kennt man ja sicherlich jeden, der dafür geeignet ist, nicht wahr? Gut, sehr schön. Anführung durch ein paar Ruinen möchte gerne. Naja, was immerhin nach der Cardassianer-Invasion und nach den Dominien noch übrig ist. Das wollte ich jetzt nicht so ausgesprochen haben, aber ist natürlich wahr, vieles nicht mehr da. Es ist die Wahrheit. Okay, das ist tut mir sehr leid. So, wir müssen Sachen in die Luft sprengen und Klingonen töten. Also zwei Dinge, die wir sehr gut können, zumindest haben wir das schon erwiesen in den letzten paar Missionen. Ihr bringt die Dinger an, sehr gut, die Sprengköpfe. Und ich scanne hier noch das Duranium-Erz. Genau, ha, hier kann ich was machen. Nein, weiter auseinander und kleiner und... Ja! Wellenform angepasst. Boah. Zack! Wie ein Boss. Sehr schön. Okay, hier haben wir alles, oder? In dem Raum, dann... Nee, ich muss hier gerade ein Rätsel lösen, weil ich hier als Taktiker ein Rätsel lösen darf. Okay, erzähl uns davon. Was musst du machen? Nee, ich muss eigentlich nur rechnen. Das ist ein Problem. Ich überlege nur gerade, hä? Den aufsteigen. Ach so, was ist das? Ich habe gerade mal Lieutenant Sterling von vorne angeschaut, während du gesagt hast, du musst rechnen. Der hat so ein bisschen die Augen verdreht. Das war natürlich reiner Zufall. Okay, was hast du denn jetzt geschafft durch dieses Rätsel? Oder was haben wir davon? Ich frag mal so. Das überlege ich gerade. Na ja, das sehe ich gerade gleich, wenn ich denn mal vernünftig kriege. Taktischen Waffenlager durchsuchen. Ja, den suche ich jetzt mal das Waffenlager. Mach das doch bitte. Das habe ich gekriegt. Ein Disruptor Pulswellenwaffe. Die müssen raus. Sehr schön. Und eine Nahkampfwaffe. Wir müssen uns zum Computerkern vorkämpfen und ihre Aufzeichnungen hochladen. Das ist eine klingonische Station. Also, was für eine Nahkampfwaffe? Ein Buttlet? Man, das ist... Ja. Wäre jetzt ja das einzig Sinnvolle, was man hier findet. Oder das vielleicht so ein Dolch. Das ist jetzt durch diese Informationsbug, weil ihr weitergelaufen seid, durch die Information, habe ich jetzt die Waffen weggebuggt. Ich habe sie nicht und sie sind weg und ich kann sie nicht mehr aufsammeln. Toll. Naja, egal. Hervorragend. Ja, genau, gute Arbeit. Das habt ihr richtig gut gemacht. Das war doch wieder typisch, wie in der Akademie damals. Nur um mich zu ärgern. Entschuldige mal, wir haben dich die ganze Zeit durchgeschleppt durch die ganzen Prüfungen, um dich zu ärgern. Also zumindest durch die Matheprüfung. So, als hätte ich als Bajoraner besondere... Das stimmt. ...besondere Stellung schon. Weil ja mein letztes Mitglied in der Föderation und mein Planet nicht gerade vom Dominion eingenommen würde, aber nein. Das war schon. Ja, bisher haben ja auch alle Bajoraner, die in der Föderation tatsächlich... Offiziersränge bekleidet haben, sich eher als seltsame Verräter oder anderweitig komische Leute herausgestellt. Du musst also vieles wieder gut machen. Oder willst du so enden wie Lieutenant Roh? Natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Ah, Granate! Verdammt, noch eine Granate. Die haben in der Elisa Flores Schule gelernt. Oh Mann. Was macht der Klingone da? Ah, das ist ein Gestaltwandler. ECS 8472. Das ist nicht gut. Das war ein undinischer Eindringling. Sie manipulieren sicherlich die Situation, um die Klingonen und die Föderation gegeneinander aufzuhetzen. Als ob das noch nötig wäre, wir sind doch schon längst im Krieg. Und wertvolle Informationen in die Hände der Klingonen zu spielen. Es macht es umso wichtiger, dass wir diese Informationen zurückgewinnen. Wir müssen den Computerkern mit unserem Schiffscomputer verbinden. Okay. Dann mal los. Lieutenant, gerade haben die Sensoren auf der anderen Seite des Mondes ein Undinenschiff ausgemacht. Och nein, nicht die schon wieder. Sie haben jemanden an Bord gebeamt und fliegen jetzt in das Kometentrümmerfeld. Bitte kehren Sie sofort zum Schiff zurück. Gut, Leute, dann lasst uns das machen. Die Undinen dürfen natürlich nicht einfach so entkommen. Nee. Beziehungsweise machen, was sie wollen, da oben. Hochbeamen. Hochbeamen akzeptiert. Bei zum Hochbeamen. Ich mag Action. Action. Ach, Lieutenant. Ganz ruhig. Immer schön besonnen bleiben.
Captain, die Klingonen kämpfen gegen das Schiff der Undinen. Mit ihrer Hilfe können wir sie besiegen. Wir sollen uns mit den Klingonen verbünden, wie in den ganz alten Tagen. Na gut. Ich doch nur noch Verrat. Ja, für mich auch, aber es muss wohl sein. Wir haben keine andere Wahl, sonst können wir sie nicht besiegen. Okay, Tachyonstrahl, Phaser und jede Menge Photon-Torpedos. Nimm das, du formwandlerisches, hässliches Monster. Ah, der hält auch wieder einiges aus. Ist aber ein sehr kleines Schiff, oder? Das letzte Mal haben wir gegen ein sehr viel größeres Undinenschiff gekämpft. Das ist aber auch eine Fregatte. Nur. Okay. Muss kurz weg. Ich bin sofort wieder da. Zerstört das ohne mich. Da ist es explodiert im großen Knall. So mag ich es. Sie haben uns im Kampf unterstützt, Lieutenant, und ich respektiere Ihren Mut. Zu Ehren Ihrer Taten gegen die Undinen werden wir Sie nicht zerstören. Jedenfalls nicht heute. Das nächste Mal werden Sie weniger Glück haben. Vielleicht kämpfen wir eines Tages wieder Seite an Seite, Captain. Naja, ich weiß ja nicht. Captain, ich habe den Kurs zum Verlassen des Systems gesetzt. Ich werde die gesammelten Daten zur Sternenflotte übertragen, sobald wir das Gebiet verlassen haben. Gut, Männer, verlassen wir das System. Auf geht's. Ahoi. Ahoi, sagt man das so? Im 25. Jahrhundert? Ich bin mir nicht sicher. Gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Gut, dann rufen wir mal die Sternenflotte und teilen ihnen unsere Erfolge mit. Gute Arbeit, Sie machen sich ganz schön einen Namen in der Sternenflotte. Ja, entschuldige mal, wir sind erst ein paar Tage von der Akademie runter. Lass mal die jungen Hunde nicht gleich so rumtoben. So, weiter. Admiral Quinn hat gleich eine weitere Mission für uns, nämlich Rettung der Forscher. Und wie es sich für einen engagierten Offizier gehört, nehmen wir sie natürlich sofort an. Die Sternflotte hat den Kontakt zur Forschungsstation der Föderation im Kasei-System verloren, oder Kasei oder Kasei-System, da jegliche Kommunikation von Kasei 2 von einem Satelliten verstärkt werden muss, der die hier weit verbreitete Präsenz von Metrion-Isotopen ausgleicht, könnte es sein, dass das Kommunikationsarray überarbeitungsbedürftig ist. Führen Sie bitte am Kommunikationsarray die notwendigen Reparaturen durch. Akzeptieren. Gut, das klingt nach einer sehr unterhaltsamen Wartungsmission, der sich unsere drei Helden widmen werden, aber erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann.